eine der größten Neuerungen in Travian 5 wird das Königssystem sein. Was mir bei Travian schon länger aufgefallen war, ist, dass der Unterschied zwischen den Profispielern und den Gelegenheitsspielern ziemlich groß ist und dass, besonders wenn eine Spielwelt schon länger läuft, man als Gelegenheitsspieler langfristig untergeht und militärisch sich kaum noch behaupten kann gegen die Angriffe von großen Spielern. Da es aber beide Spielertypen gibt und die ihren Spaß am Spiel haben sollen, haben wir uns gedacht, wir unterteilen die Spieler in Könige und Statthalter ein. Als König sollte man werden, wenn man ein sehr ambitionierter Spieler ist, der auch recht aktiv ist. Und ein Statthalter ist ideal für Spieler, die eher ein bisschen friedlicher spielen, nicht ganz so viel Zeit haben, aber trotzdem eine sinnvolle Rolle im Spiel spielen wollen. Und so bilden sich zwischen Königen und Statthaltern so eine symbiotische Gemeinschaft. Ich als König kriege von meinen Statthaltern Tribute und meine Statthalter bekommen dafür vom König Schutz. Und wo man im kleinen Rahmen wie in einer kleinen Allianz zusammenspielt.